Ja, lange ist eh nicht mehr. Aber vielleicht können Sie mir was erklären, Herr Professor. Nee, klar. Ja. Also am Montag, da war ich tanken, ja? Na, Sie kennen ja diese Bankomaten auf den Tankstellen, ja? Ja. Da gibt es aber auch verschiedene. Ja, ist ein wohl konzipiertes digitales System. Ja, na, und bei den Benzinpreisen, da habe ich mich halt gefragt, wie war es das, die Zapfsäulen, dass auf der Bank ein Geld liegt? Naja, ich halt fest. Schau, in dem System, da gibt es die, ja. Dann gibt es das Display, ja. Die Zapfsäulen kennst du ja, aber dahinter haben wir noch das Tankstelleninformationssystem. Ja. Na, und dann braucht man noch die Bank, die uns sagt, ob du überhaupt kreditwürdig bist. Und wenn du beim Display die Karten einschiebst, dann wird hinten beim Tankstelleninformationssystem ein Prozess initialisiert. Mhm. Naja, das ist ja immer so. Ja, aber da muss ich auch meinen Code eingeben, ne? Na und, an dem Tag war aber das auch nicht so einfach. Okay, du hast halt nur 3 Versuche. Ja, leider. So, da sind wir. Na und ich bin auch schon fertig. Schau. Das mit der Kreditkarten und Code kennst du eh schon. Ja. Ne, danach kannst du nur Zapfsäulen auswählen, dann tankst und am Schluss musst du natürlich zahlen. Wenn du willst, kannst du dann noch einen Beleg drucken lassen. Ganz wichtig, am Schluss nimmt er die Karten mit. Ja, erst siehst, vor einer Stunde hätte ich nur Bahnhof verstanden. Aber jetzt, wie du siehst, bin ich auch schon ein Modellierungsexperte. So ist es. Was kriegst du jetzt? Ja, warte. Werden wir gleich haben. Also. Das ist mein Modell. Ma, ist viel zusammengekommen. Raffen, nö. Strafmandat, bitte. Ja, das schon da ist. Und so weiter. Wart. Macht in Summe 107,80 Euro, so, bitte. Nö, kann ich gerade noch zusammenkratzen da. Aber du kommst jetzt mit in den Hörsaal. Ja, aber dann bin ich der Professor. Und ich der Assistent. Christian. Manfred, so. Up. Ah. Abschnallen. Gehen wir's an! Ist ja schon das Tanken an einer Selbstbedienungstankstelle nicht immer so einfach. Aber kaum jemand fragt sich, wie das Ganze auch noch informationstechnisch im Hintergrund realisiert wird. Aber unser Dachsler Manfred hat sich dafür interessiert. Und mir war es ein leichtes, dies mittels einem Sequenzdiagramm zu veranschaulichen. Betrachten wir also dieses Sequenzdiagramm. In einem Sequenzdiagramm wird die Kommunikation zwischen Interaktionspartnern für einen gewissen Zweck dargestellt. Der Zweck ist in unserem Beispiel das Tanken. Und die Interaktionspartner hier sind der Taxler. An der Tankstelle befinden sich ein Terminal Display und eine Zapfsäule. Das Tankstellensystem befindet sich irgendwo dahinter, vielleicht in der Zentrale. Und dann gibt es auch noch den Bankserver, weil ja die Gültigkeit der Karte überprüft werden muss und auch das Ganze verrechnet werden muss. Wie startet nun die Interaktion des Tankens? Relativ einfach, der Taxler wird beim Terminal Display seine Karte einführen. Aufgrund dessen teilt das Terminal Display dem Tankstellensystem mit, dass ein Tankprozess initialisiert werden soll. Das erste Wichtige in diesem Prozess ist die Überprüfung der Karte. Dazu haben wir mal vorab ein kombiniertes Fragment, eine Loop von 1 bis 3, weil wir wissen ja alle, dass man dreimal versuchen kann, den richtigen Code einzugeben. Loop 1 bedeutet, das Minimum, dass die Bedingung, also ob der Code falsch ist, beim ersten Durchlauf gar nicht überprüft wird, weil wir haben ja auch noch keinen Code eingegeben. Das heißt, wir starten auf jeden Fall mit dem ersten Durchlauf. Das bedeutet, nachdem der Tankprozess initialisiert wurde, gibt das Tankstellensystem am Terminal Display aus, dass ein Code eingegeben werden soll. Aufgrund dessen gibt der Taxler nun einen Code ein. Das Terminal Display sagt dem Tankstellensystem, man solle doch den Code überprüfen. Das kann es nicht selbst machen, sondern das Tankstellensystem wird den Code zur Überprüfung an den Bankserver weiterleiten. Und der Bankserver gibt das Ergebnis, Boolean, okay oder nicht okay, Code richtig oder falsch ist, an das Tankstellensystem weiter. Für den Fall und nur für diesen Fall, dass der Code
falsch war. Das heißt, hier haben wir ein optionales Fragment, das sagt, das hier wird nur durchgeführt, wenn der Code falsch war. Dann zeigt das Tankstellensystem am Terminal-Display an, Code war falsch. Wenn der Code wirklich falsch war, dann kommen wir zum zweiten Durchlauf. Es wird die Bedingung überprüft, Code war falsch und dann wird das Ganze durchgearbeitet. Und vielleicht auch noch ein drittes Mal. Nach dem dritten Mal haben wir die Schleife durchlaufen und entweder der Code war richtig hier oder beim letzten Durchlauf falsch. Das heißt, wir verlassen die Schleife entweder mit einem falschen oder einem richtigen Code. Und als nächstes haben wir hier ein Break-Fragment. Das sagt aus, wenn die Bedingung erfüllt ist des Breaks, nämlich dass der Code falsch war und nur dann, wenn der Code falsch war, gibt das Tankstellensystem die Information ans Display weiter, dass die höchst zulässige Anzahl an Versuchen erreicht wurde. Und das Tankstellensystem gibt am Terminal die Karte aus und der Taxler entnimmt diese Karte. Eine weitere Folge von Break ist, dass die umgebende Ebene abgebrochen wird. Hier befindet sich das Break auf der höchsten Ebene. Das bedeutet, das komplette Sequenzdiagramm wird abgebrochen. Also es wird nichts mehr weiter ausgeführt. Wenn der Code richtig war, dann werden alle Aktionen ausgeführt, die wir auf den folgenden Folien sehen werden. Die nun folgenden Aktionen werden nur ausgeführt, wenn vorher die Schleife mit einem richtigen Code verlassen wurde. Denn dann wird das Tankstellensystem dem Terminal sagen, zeige doch dem Taxler an, er soll die Zapfsäule wählen. Der Taxler wählt die Zapfsäule aus. Das Display teilt dem Tankstellensystem mit, dass die entsprechend ausgewählte Zapfsäule aktiviert werden soll. Das heißt, das Tankstellensystem setzt bei dieser Zapfsäule die Anzeige auf 0 und gibt bei dieser Zapfsäule die Zapfpistole frei. Als nächstes wird das Tankstellensystem dem Display mitteilen, es soll anzeigen, dass die Zapfsäule bereit ist. Und dann kann der Taxler mit dem Tanken beginnen. Wir haben über diese beiden letzten Aktionen ein Strict-Fragment. Das bedeutet, diese beiden Aktionen müssen genau in dieser Reihenfolge ausgeführt werden, obwohl sie sich keine Lebenslinie teilen. Das heißt, es muss zuerst angezeigt werden, dass die Zapfsäule bereit ist und erst dann kann der Taxler mit dem Tanken beginnen. Das passiert üblicherweise, indem er die Zapfpistole entnimmt. Irgendwann wird der Taxler die Zapfpistole bei der Zapfsäule zurückhängen. Das erkennt die Zapfsäule und sie teilt dem Tankstellensystem mit, dass der Tankvorgang beendet wurde. Nach dem Tankvorgang wird das Tankstellensystem mit dem Bankserver den Tankbetrag verrechnen. Und dieser gibt das Ergebnis, also okay oder nicht okay, an das Tankstellensystem zurück. Nachdem der Tankbetrag auch mit dem Bankserver verrechnet wurde, teilt das Tankstellensystem über das Terminal Display auch die Kosten des Tankvorgangs dem Taxler noch einmal mit. Dann fragt das Tankstellensystem über das Terminal Display nach, ob ein Beleg gedruckt werden soll. Der Taxler gibt den Belegwunsch, ja oder nein, bekannt und das Terminal Display teilt dem Tankstellensystem mit, ob ein Belegwunsch besteht oder nicht. Dann haben wir ein optionales Fragment, das nur ausgeführt wird, wenn eben ein Beleg gewünscht wird. In diesem Fall sagt das Tankstellensystem dem Terminal Display, drucke doch einen Beleg und das Terminal Display ruft bei sich selbst das Drucken auf. Egal, ob jetzt ein Beleg gedruckt wurde oder nicht, wird das Tankstellensystem am Schluss die Karte ausgeben über das Terminal Display. Der Taxler entnimmt diese Karte und zu guter Letzt wird das Tankstellensystem am Terminal Display eine Verabschiedungsnachricht wie Pfirti anzeigen. Somit weiß nun auch unser Taxler Manfred,
wie die Komponenten eines Selbstbedienungstankstellensystems miteinander kommunizieren.